Ja, hallöchen, Freunde der Sonne und das bla 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 interessiert eh keinen. Ja, wir machen einfach weiter mit Blogscape. Jeha. Und ja, was soll ich sagen? Hier unsere zuletzt gebauten Projekte nochmal in einer kurzen Zusammenfassung. Unsere ehemalige Wachturm, irgendwas Ruine jetzt, also ein Turm hier auf diesem Bergvorsprung, dann da die Spitze irgendwie abgebrochen, liegt unten im Wasser, da vorne nochmal das Schiffswrack und natürlich das zuletzt gebaute und nicht zu vergessende Teekabuff des Dalai Lama. Dalai, Dalai. Oh, kennt ihr das? Man prägt sich irgendwelche falschen Wörter ein. Irgendwie, ja, man hört irgendein Wort. Ich meine, der Mensch lernt ja durch Hören und nicht durch das geschriebene Wort. Und greift, also nicht lernt, sondern lernt sprechen, muss ich dazu sagen. Man greift halt Wörter auf und verwendet die dann selbst. Und ja, das ist nicht gerade durch das geschriebene Wort, sondern einfach so schon vom Kindesalter an. Und jetzt sagt man dann halt, so wie ich, Daila Lama, obwohl er Dalai Lama oder Dalai Lama, ja genau, Dalai Lama heißt. Aber für mich bleibt er ewig und immer der Daila Lama, weil ich diesen Fehler schon ewig so drin habe. Und deshalb sage ich mal, ja, der Dalai Lama zieht weiter, der Sultan hat Durst. Wie machen wir weiter? Ich habe jetzt ein paar Vorschläge bekommen, finde die aber ziemlich riskant. Deshalb müsste ich mir eigentlich was suchen, wo ich das riskieren kann. Und zwar war gewünscht, dass ich ein Gesicht in einem Berg baue. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Gesicht in einem Berg bauen. Ich selbst habe auch nicht schlecht geguckt und frage mich, ob ich überhaupt so etwas umsetzen kann. Tja, lange Rede, kurzer Sinn. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, hä? Deshalb versuchen wir tatsächlich, ein Gesicht in einem Berg zu bauen. Ich werde mich vermutlich dafür hassen, dass ich das überhaupt gemacht habe. Aber ja, warum nicht? Hey Leute, bitte nicht wundern, ab jetzt läuft das im Zeitraffer. Hat den ganz einfachen Grund, das wären jetzt eine Stunde und 20 Minuten gewesen, die ich an diesem Kopf bastle. Und ich war äußerst konzentriert und habe relativ wenig gesprochen. Deswegen habe ich mir gedacht, was soll's, ich spule das Ganze vor. Und das ist jetzt verkürzt auf, ich glaube, 4 Minuten und 30 Sekunden, läuft es jetzt im Zeitraffer. Währenddessen, ja, rede ich hier jetzt so mit euch. Das ist nicht der normale Sprachteil des Let's Plays. Den musste ich rausnehmen, sonst hättet ihr bloß blablabla gehört. Aber ja, also ich war wirklich sehr konzentriert und ihr hättet euch jetzt 5 Folgen lang wahrscheinlich ziemlich gelangweilt. Deswegen, guckt es euch im Zeitraffer an. Da habt ihr wahrscheinlich mehr davon. Ich möchte sagen, dass das ein sehr, sehr aufwendiges Projekt war und ich sehr froh darüber bin, dass ich etwas hinbekommen habe, was einigermaßen nach einem Gesicht aussieht. Wie genau es aussieht, werdet ihr gleich sehen. Ich nehme da jetzt mal noch nicht so viel vorweg, aber ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ansonsten, ja, was habe ich die ganze Zeit gesagt? Ich habe die ganze Zeit immer gesagt, oh Leute, ich hoffe, euch ist nicht so langweilig, wenn ich jetzt immer so ruhig bin. Ich hoffe, das wird nicht zu langweilig. Ich habe dann immer gesagt, ich verfluche das, dass ich die Idee angenommen habe. Also nichts gegen die Idee, aber die Umsetzung ist halt echt schwierig, weil sowas lang dauert. Ja, wen von diesem Zeitraffer ein bisschen schlecht wird oder wenn er Kopfschmerzen bekommt, einfach nicht hingucken, hört mir einfach zu. Ab 6 Minuten und 35 müsste es sein, läuft das wieder normal weiter ohne Zeitraffer. Das ist jetzt nämlich die zehnfache Geschwindigkeit, müsste es sein. Und das ja sind schon ziemlich viele Bilder, was ja nicht unbedingt sehr angenehm für die Augen ist. Dennoch denke ich, ist es die beste Lösung. Ihr könnt mir sagen, ob ihr es gerne gesehen hättet, aber ich glaube eher nicht, weil vertraut mir, es wäre langweilig für euch gewesen. Ich hätte zu wenig gesprochen. Ja, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich überbrücke das hier ja gerade und sehe, ich muss jetzt noch, wie lange reden? Ja, 1,5 Minuten ungefähr, wenn nicht sogar ein bisschen länger.
Naja, das fällt mir nicht weiter schwer. Ich find's toll, dass ihr so fleißig dabei seid, dass ihr Kommentare schreibt und was auch immer. Das finde ich echt mega cool. Und am meisten würde es mich eigentlich freuen, wenn ihr bei diesem Projekt hier, was jetzt wirklich aufwendig war, ja, einen Daumen da lasst, vielleicht auf jeden Fall, vielleicht sogar das favorisiert, dieses Video irgendwie verbreitet, weil ich denke, das ist schon ein mehr oder weniger besonderes Projekt und hat mich sehr, sehr viel, ich sag mal, mehr oder weniger Nerven gekostet, weil ich durchgehend Angst hatte, dass ich es nicht hinbekommen würde, weil es echt schwierig ist, so ein Gesicht halt zu bauen. Ich habe auch währenddessen da gesagt, das könnt ihr jetzt nicht mehr hören, habe ich ja jetzt alles beschleunigt, dass ich nicht mal ein Gesicht malen kann und jetzt auch noch eins aus Steinen bauen muss. Also, es war wirklich schwierig, könnt ihr mir glauben. Und es hätte euch die Nerven geraubt, dazu zu gucken. Deshalb ist das hier die beste Lösung. Ja, nochmal auf das Thema zurückzukommen, macht weiter so und ja, ich freue mich über jede Unterstützung von euch. Das ist echt mega cool und zurzeit läuft es recht gut. Gut, die Videoaufrufe sind jetzt nicht so gut, aber trotzdem kommen ständig neue Zuschauer dazu und das freut mich einfach. Und wenn das so bleibt, wäre echt Oberaffen geil. Und jetzt sehe ich schon, sind wir gleich so weit, dass ja, normale Sprache von mir oder die normale Geschwindigkeit wieder weiterläuft. Deshalb sage ich, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und dieser Part ist noch nicht vorbei. Und Leute, ihr dürft mir sagen, sieht das aus wie... Kleinen Moment. Der letzte Schliff. So. Sieht das aus wie Albert Einstein? Da 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 da. Ein bisschen vielleicht. So ein kleines bisschen. Ich wusste halt nicht so gut, wie ich die Brille darstellen kann. Die Brille, die hat mir echt Sorgen bereitet. Aber ansonsten, denke ich, gar nicht mal ganz so abwegig, oder? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Puh.